Lange darauf gewartet. Jetzt können wir endlich zocken. Freut euch. Das ist eins der meist erwarteten Spiele aller Zeiten in diesem Jahr. Und wir machen direkt ein neues Spiel. Es ist ein Mittelalter-Aufbauspiel, was sich durch einen besonders hohen Realitätsgrad auszeichnet. Ich muss manchmal noch so, ich habe noch so leichten Hustenreiz. Ich versuche ihn zu unterdrücken, aber dann bricht mir manchmal die Stimme weg. So, wir suchen uns jetzt erstmal jemanden aus, den wir hier als Herrscher wollen. Da gibt es ja so einige tolle mögliche Kandidaten. Wir nehmen mal ihn hier. Er sieht irgendwie entschlossen aus. Aber der darf natürlich nicht Lienhard heißen. Das ist ja Quatsch. Sondern er heißt Wilbald. Und das Wappen kann man hier sehr schön gestalten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Guck mal hier. Das kann man so drei, das ist ja völlig absurd. Da kann man zum Beispiel sagen, guck mal, da kann man auch sagen, zack, da macht man hier das erste Logo. Könnte man zum Beispiel hier Hamburg, ne, das ist das Hamburger Wappen. Was ist denn mit dem zweiten? Kann man jetzt aufs zweite Feld B? Könnte man irgendwas anderes machen? Was gibt es denn hier noch Interessantes? Der Steinbock, whatever. Vor einem Schachbrett oder so. Hier, das Schachbrett. Und der Turm, meine Lieblingsfigur auf dem Schachbrett. Also man kann da wirklich sich richtig austoben und sich großartige Wappen bauen. Da ich aber langweilig bin, werde ich einfach das hier nehmen. Warum? Weil das einfach das Hamburger Wappen ist. Und das ist ja meine Heimatstadt und deswegen mache ich das jetzt. So. Wilbald heißt natürlich, ja, der braucht einen Nachnamen noch, Wilbald Herrschen. Wilbald Herrschen ist unser Anführer. Und mit diesem Setup können wir direkt starten. So, jetzt können wir uns hier was aussuchen. Es gibt drei Szenarien als Vorlage. Einmal Aufstieg zum Wohlstand. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Dann gibt es Wiederherstellung des Friedens. Da muss man alle Regionen erobern. Hier muss man einfach nur eine große Stadt erreichen. Und dann haben wir noch auf Messers Schneide. Und da wird man halt regelmäßig von irgendwelchen Räubern angegangen. Wir werden das jetzt mal auf Wiederherstellung des Friedens einfach machen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Siegbedingungen gibt es verschiedene. Herrschaft, Eroberung oder Wachstum gibt es auch noch. Aber das wollen wir nicht. Wir machen Herrschaft. Dann haben wir auch ein bisschen Militär. KI-Gegner sind aus. Feinde außerhalb der Karte sind anwesend. Ausgewogene KI-Aggressivität. Überfallhäufigkeit machen wir mal mittelmäßig. Die ersten zwei Jahre dürfen wir vor uns hinsiedeln, dann werden wir nicht überfallen. Es gibt ein Banditenlager zu Beginn, die können einen nerven, indem sie räuberische Aktivitäten durchführen. Und es ist Frühling, ja, ist gut. Wir machen Standard-Startvorräte, Waffenlieferung, ja. Bedürfnisse ausgewogen, also ihr seht, das ist alles so ein bisschen Standard. Wir machen uns das nicht schwieriger, als es sein muss und starten jetzt mal rein. Da geht's los. Und falls ihr noch gar nichts zu diesem Spiel gesehen habt, bin ich zum einen mal sehr überrascht. Und zum anderen wird sich das jetzt natürlich ändern. So, ihr hört schon so liebliche Mittelalterklänge. Das ist die, ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist. Ich mache natürlich erstmal Pause, damit wir uns das in Ruhe angucken können. Wir fangen mal mit dieser Nachricht an. Siegbedingung: Herrschaft, baut eure Stadt und euer Herrenhaus auf, ehe ihr Anspruch auf die Region eurer Widersacher erhebt, sobald ihr dazu bereit seid. Seid ihr kampfbereit, wenn ihr erst einen Anspruch erhoben habt? Ihr seid kampfbereit, wenn ihr erst einen Anspruch erhoben habt. Okay, ja, ich werde das alles machen. So, das ist die Karte. Es gibt verschiedene Regionen, die kann man, wie gesagt, ja erobern. Ne? Und wir haben hier dieses hier, Nusslohe. Aber das soll natürlich eigentlich nicht Nusslohe heißen, sondern selbstverständlich so wie das altehrwürdige Rötzling. So, ist ja klar. Das hier ist ein Entwicklungszweig. Wir werden Entwicklungspunkte verdienen und dann können wir uns hier gewisse Entwicklungspfade aussuchen. Da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Und gucken uns erstmal an, was dieses Spiel so schön macht, bereits auf den ersten Blick. Und zwar sieht es einfach gut aus. Es sieht einfach gut aus. Die Bäume, die Gräser und natürlich auch alles andere. Wir haben hier unser Startlager, das ist hier. Das ist quasi unsere, sind unsere Pionierszelte. Da sind erstmal unsere
Einwohnerinnen und Einwohner da und man sieht auch schon, was die so anhaben, ne? Das sieht alles schon sehr mittelalterlich aus. Man kann die auch hier, die haben alle Namen. Hier ist schon so ein bisschen Vorräte, die wir haben. Und die warten natürlich jetzt darauf, dass wir mit ihnen gemeinsam eine blühende Siedlung erschaffen. Hier haben wir wilde Tiere, das ist wichtig. Hier gucken wir mal, was uns noch in der Nähe für Ressourcen erwartet. Das haben wir Feldsteinvorkommen, Eisen und hier sind Beerenbüsche, die finde ich ja immer sehr interessant, weil man die einfach nur pflücken muss und dann eine relativ unkomplizierte, aber stetige Nahrungsquelle bieten. Hier ist ein Lehmvorkommen. Ja, also wir haben zu Beginn ein paar wilde Tiere und ein paar Beeren. Wobei die Beeren wirklich sehr weit weg sind. Also hier fangen wir an. Okay, so das Erste, was wir brauchen, ist erstmal ein Holzfällerlager. Und dann müssen wir gucken, wo gehen wir hin. Hier sind Tiere. Ich glaube, warte mal, wenn ich jetzt... Ah ja, genau, da sieht man so einen Umkreis, da leben die wilden Tiere. Das heißt, das Holz wollen wir hier nicht abhacken. Hier wird es dann, hier ist zwar auch Holz da, aber das ist perspektivisch betrachtet nicht der beste Ort. Ich finde, hier ist eigentlich ganz gut, die Holzwirtschaft aufzubauen. Und dann gucken wir uns mal an, was so die Fruchtbarkeit angeht, dass wir ein bisschen vorab planen können. Genau, wenn ich jetzt hier auf Felder gehe, dann sehen wir nämlich eine Fruchtbarkeit. Das Grüne ist gut, das Gelbe etwas weniger. Das heißt, wir haben vielleicht dann hier in diesem Gebiet die Fruchtbarkeit und auch den Raum, um dort später Felder anzulegen. Gut zu wissen. Und das sind eigentlich die wichtigsten Informationen zu Beginn, würde ich mal so sagen. Das heißt, wir fangen jetzt hier an, uns erstmal eine Holzwirtschaft aufzubauen. Dazu nehmen wir jetzt ein Holzfällerlager. Und das packen wir mal richtig hier so schön. Da sind die. Packen wir hier so rein. Wo ist die Straße? Da ist die Straße. Ich hoffe mal, das ist jetzt direkt angebunden. So, und jetzt gehen unsere Leute ans Werk. Also natürlich erst, wenn ich wieder... Achso, ja. Das machen wir später, wenn man andere Karten kriegt. So, und jetzt sehen wir hier oben... Warte, ja, alles klar. Wir haben 5 nicht zugewiesene Familien. Und Familien, die nicht zugewiesen sind, die helfen beim Aufbau der Stadt. Also die werden jetzt... Machen wir hier das Spiel wieder an. Die werden jetzt hier sich Materialien holen, zur Schaufel greifen, den Ochsen führen und bringen jetzt hier die nötigen Rohstoffe an die Baustelle da hinten. Das ist so nice. Das sieht einfach gut aus. Guck mal, jetzt wird hier der Stamm an den Ochsen rangeklöppelt und der trabt jetzt einfach mit der Zuverlässigkeit eines VW Corsas, Opel Corsas. Oh nein, er stampft ins... Nein, er stampft durch... Oh. Du grüne Neune, fast ist er in unser einziges Wasserbecken, wo sich alle Dorfbewohner waschen müssen, getrampelt. Aber das konnte gerade nochmal verändert werden. So, die Leute ziehen los. Marschieren hier. Man kann richtig riechen, das Gras, oder? Die Pollen in der Luft. Und die marschieren jetzt hier zu unserem Holzfällerlager und fangen an, das zu errichten. Wir müssen natürlich dann, wenn die Gebäude stehen, Familien zuweisen, die da drin arbeiten. Das heißt, hier wird sich dann oben links was tun. Je weniger Arbeitskräfte wir haben, je weniger freie Arbeitskräfte wir haben, desto weniger Leute arbeiten dann an den Baustellen bei der Errichtung der Gebäude. So. Und hier geht's los. Ich lasse das mal so ein bisschen entschleunigt einfach, um es mal so wirken zu lassen. Wir werden im späteren Verlauf häufiger auch die Taste hier unten rechts benutzen, mit der wir das Spiel beschleunigen können. Aber für den Moment, finde ich, könnt ihr euch das erstmal angucken. Das sieht nämlich echt nice aus. Der auch so seine Holzschaufel dann nimmt. Und was nimmt der jetzt? Jetzt nimmt er den Zimmermannshammer. Guck mal, hier alle fassen mit an. Und dann geht das auch fix. Die Familien arbeiten zusammen. So, der Holzfäller ist natürlich dann erstmal das Wichtigste. Wir können jetzt aber schon mal, während die das bauen. Aber wir gucken uns das mal kurz an, wie das hier errichtet wird. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Guck mal, das sieht einfach so gut aus. Und der Entwickler, und es ist tatsächlich zumindest zu Beginn in der Frühphase der Entwicklung wirklich nur eine Person gewesen, der dieses Spiel gebaut hat. Ich nehme mal an,
mit zunehmender Beliebtheit wird er vielleicht da auch sich Hilfe geholt haben. Ich weiß es nicht genau. Aber der Grundstock, den hat wirklich eine einzelne Person gelegt und das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, das ist hier die Hütte, da hacken sie jetzt weiter rum. Können auch so. Einfach gut aus. So, die stehen rum. Ihnen fehlt es vermutlich gerade an Rohstoffen. Die werden jetzt wieder geschleppt, ne? Ja, da ist der Ochsenkarren. Der holt jetzt hier noch ein bisschen Holz aus unseren Vorräten und schleppt das da. Die ganze Programmierung macht er auch immer noch komplett alleine, sagt Jakob. Siehst du? Noch beeindruckender. Das ist schon wirklich Wahnsinn. So. Er stapft wieder mitten durch unser Lager. Und dann ist das bald fertig. Dann haben wir natürlich wieder neue Stämme. Jetzt müssen wir direkt mal gucken, was wir als nächstes brauchen können. Wir können natürlich direkt neben das Holzfällerlager zwei weitere Gebäude oder drei sogar setzen, wenn man so will. Das eine ist die Sägegrube. Daraus werden dann Bretter gemacht aus den Hölzern. Dann brauchen wir ein Forsthaus, um direkt die Holzbestände wieder aufzufüllen. Sonst ist irgendwann der Wald weg. Und dann brauchen wir noch eine Brennholzhütte, insbesondere für den Winter. Denn pro Monat wird pro Haushalt ein Brennholz verbraucht. Das sieht man hier auch, genau. Jede Hofstätte verbraucht pro Monat eine Einheit Nahrung und eine Einheit Brennholz. Und im Winter, und der Winter wird kommen, verdoppelt sich der Verbrauch. Also das heißt, wir brauchen in jedem Fall eine zuverlässige Brennholzproduktion. Kriegen wir alles, bauen wir alles hier in diese Ecke. Und dann müssen wir uns natürlich irgendwann Gedanken machen, wo soll das Dorf an sich stehen? Und das werden wir dann hier, finde ich, im Kreis vielleicht sogar machen. Aber es gibt eine Nachricht. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur, meine Rechte und meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdungen zu glauben, die manch einer über mich zu verbreiten scheint. Gezeichnet und in meinem Namen gesiegelt. Hildebold von Bäreneute. Hildebold von Bäreneute. Ja, was sollen wir dem jetzt zurückschreiben? Wir können ihm sagen, er hat keinen rechtmäßigen Anspruch. Da wären wir direkt in der Konfrontation. Wir können mit ihm verhandeln. Aber dazu im Prinzip, wir können auch einen Überraschungskrieg erklären. Aber eigentlich gibt es gerade nichts, was wir dem sagen sollten, meiner Meinung nach. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal dabei. Belasse ich es mal dabei. Okay, alles klar. Wir gehen wieder zurück. Und wir sehen anhand hier dieses Kreises, unsere Holzfäller sind gleich fertig. Und da müssen wir uns natürlich um Essen kümmern und um die Obdachlosigkeit. Also wir haben wirklich viel zu tun. Wir können auch direkt damit anfangen, eine Jägerhütte in Auftrag zu geben. Weil wir dann Fleisch kriegen. So. Vielleicht mache ich es so toll irgendwann aus. Ich habe nur Schiss, dass ich dann irgendwann auch mal was verpasse, was wirklich wichtig ist. So, jetzt können wir uns überlegen, wo packen wir den Jäger hin? Wir sollten ihn nicht in diesen Kreis setzen, da leben die Tiere, also an den Rand des... Ich nehme an, das wird okay sein, wenn wir es an den Rand setzen. Ich muss nur schauen, ich glaube, ich will hier so die Wohnhäuser und später dann Marktplatz und Kirche und so weiter eher so hier bauen. Und dann würde der mich ein bisschen stören. Ich mach's mal aus, auf die Gefahr hin, dass ich was verpasse. Aber viele Sachen weiß ich schon und das nervt mich gerade zu Beginn ein bisschen. Irgendwann werde ich vielleicht was, aber ihr seid ja auch noch dafür da. Ich glaube, ich pack den hier hin. Dann ist er auch direkt an der Straße und aber direkt auch da im Wald. Das ist schon okay. Ich muss ein bisschen größer denken. Da werden die Wege zu Beginn sind dann recht weit, aber perspektivisch betrachtet ist das, glaube ich, okay. So, da wird das Lager errichtet. So, das ist fertig. Jetzt müssen wir hier Familien zuweisen. Wir sehen hier, drei Familien können hier arbeiten. Zack, wir geben eine rein. Und es hat sich hier direkt was getan. Jetzt haben wir nämlich nur noch vier freie Arbeiterfamilien. Weil eine Familie jetzt hier schon sich die Stämme raus. Das brauchen wir natürlich, um genug Material auch zu haben. Wir haben nämlich nur noch 6 Bauholz. Können wir sogar zu Beginn, damit das schneller geht, mal 2 reinmachen. Und dann... Oh, wir können ja das zum Arbeiterlager ausbauen. Aber wir wollen lieber
zusehen, dass wir jetzt... Erstmal, das wird jetzt hier schon gebaut. Das ist gut. Jetzt gehen sie nämlich hier diesen Weg lang. Dafür ist er ja auch da. Guckt euch das mal an. Da stehen die hier schön. Gut gelaunt. Es ist ja auch gutes Wetter. Es ist März. Der Frühling ist in voller Blüte. Da baut man auch gerne mal zusammen. An einem Haus. Okay. Die Idee ist, machen wir kurz Pause, dass ich dann gleich hier an die Wohnhäuser rangehe und sage, ich werde hier im Zentrum die Häuser errichten. Wir können uns überlegen, dass dieser Wald kann auch weg. Da ist eigentlich nichts, was uns also verloren geht, wenn ich diesen Wald wegmache, weil da keine Tiere drin sind, keine anderen Bären oder sowas. Also Bären im Sinne von Waldbären und nicht Grizzlybären. Und hier haben wir unsere komplette Holzinfrastruktur. Also das, ich kann das Gebiet hier auch mitplanen sozusagen. Also können die Bäume ja ruhig weg. Und dann setzen wir hier unsere Siedlung hin. Können wir hier so anfangen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich zeige euch das mal. Man baut so ein, zeichnet so ein Baugrundstück aus. Und je nachdem, wie groß man das macht, ne, ist das ein oder mehrere Grundstücke. Und dann zieht man so Linien. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt ein bisschen weiterziehe, macht er daraus jetzt zwei Grundstücke. Oder es bleibt ein großes Grundstück. Und hier seht ihr jetzt, das ist quasi ein Hof. Und das linke große ist das Wohngebäude. Verzeihung. Und dann kann man da noch weitere Betriebsstätten, zum Beispiel einen Hühnerhof errichten, die dann Nahrungsmittel produzieren. Deswegen ist das durchaus attraktiv, ein bisschen mehr Platz zur Verfügung zu stellen, damit eben der Hof auch wertiger ist. Ich kann das jetzt aber auch, so wie es gerade war, quasi so direkt in mehrere Parzellen unterteilen. Und dann sind da mehrere Häuser, die dann aber nicht so viele Betriebsstätten haben. So. Aber ich will natürlich diese Betriebsstätten auch nutzen und will dann da auch Lebensmittel produzieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Deswegen könnten wir jetzt einfach sagen, okay, damit fangen wir an. Und da ist ja auch die, also da sollten wir auf keinen Fall drüber hinausgehen, ne? Also hier ist die Grenze, da leben die wilden Tiere. So, das wäre jetzt mal, ich wollte euch das nur mal eben zeigen, nicht, dass ich da jetzt bauen werde. Ich glaube, ich werde an dieser Straße auch anfangen. Das ist die Grenze. Hier wird dann noch ein bisschen, hier kann Industrie stattfinden, meinetwegen. Das ist diese Hauptstraße. Und wir werden dann eher hier anfangen mit den ersten Häusern. Ich glaube, das kann man ganz gut machen. Dann bauen wir einfach so drumherum. Können wir das Lager errichten? Wieso eigentlich nicht? Lass mich mal schauen. Also wenn wir genau so. Ah ja, guck mal, so sind schon, da sind es drei, da sind zwei. Ich will aber ein einzelnes Haus. Da bin ich vielleicht schon zu weit gegangen. Mal gucken. Ja. Nee, ich will nur ein einzelnes. Wie kann ich das umstellen? Vielleicht bin ich auch zu groß. Warte mal. Ich will eins mit Park. Also mit, ihr wisst, was ich meine. Nee, andere Richtung. Die Ausrichtung ist in die andere Richtung. Ich glaube so. Ja. Da fehlt jetzt aber eine Sache. Seht ihr? Ich will ja da, dass noch ein weiteres Gebäude hinzukommen kann. Da fehlt mir eine Werkstatt. Warte, das ist. Jetzt sind es wieder zwei. Warte, es gibt irgendeine Taste, womit ich das umschalten kann, bestimmt. Es muss irgendwas geben, womit ich das. Ich weiß aber nicht, welche Steuerung. Diese klassischen Tasten sind es nicht. Er ist es auch nicht. Ja, wir finden das noch raus. Sonst tasten wir uns hier ran. Aber ich will nicht zwei. Guck mal, das ist blöd. Es gibt irgendeine Taste. Wenn ihr das wisst, welche das ist, schreibt das mal in den Chat. So, das wollte ich haben. Habe ich mich jetzt rangetastet? Ich habe es nicht mit einer Taste gemacht. So, das wäre jetzt ein Hof mit Ausbaupotenzial und der ist halt sehr groß. Bam. Und jetzt können wir den mal einen Auftrag geben. Und ich habe die Straße nach innen gesetzt. Also es gibt hier einen Weg. Ich hätte auch den Eingang hier setzen können, weil das eh schon an der Straße ist. Aber ich will den Eingang nach innen ausgerichtet haben. Und
jetzt können wir uns daran orientieren und quasi hier direkt wieder so, ne, weitere in Auftrag geben. So. Ah, guck mal hier, Adplot. Ach, da ist noch was. Ach, guck mal. Es geht im Nachhinein, geht das vielleicht. Reduce Plot Divisions und Add Plot Divisions. Aber das funktioniert in dem Fall nicht. Aber okay, aber so finde ich das gut. Und dann sagen wir mal ja. Das wird gebaut. Und dann können wir noch eine Straße. Jetzt hier eine Verbindungsstraße machen. Das ist das Straßenbausystem. Und das. Nee. Ey. Warte mal. Und das, so will ich das haben, genau. So, dass hier eine kleine Zwischenstraße zwischen den Höfen ist. Hier auch. So. Und man muss natürlich jetzt nicht so wie bei anderen Spielen das komplett an so einem Schachbrettraster ausrichten, weil das soll schon aussehen wie ein ungeplantes Dorf. Ne? Es ist jetzt nicht Barcelona oder so, was komplett am Reißbrett entstanden ist, sondern das ist schon auch Teil des Spiels, dass das so ein bisschen wild gewachsen aussieht. Das ist halt einfach ein Mittelalter Dorf und da sieht das so aus. So, jetzt haben wir drei aktive Baustellen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir unsere drei Familien nicht überfordern und legen jetzt mal los. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller, damit das gebaut wird. So, das Jägerlager ist fertig geworden. Das ist sehr gut. Da können wir jetzt direkt einen Jäger reinsetzen. Jetzt haben wir hier das Hunting Limit. Wenn ich da mal rüber hovere, seht ihr, wir haben ein Potenzial von 20 Wildtieren. Und jetzt können wir entscheiden, wie weit will ich die runterjagen, den Bestand. Und ich will natürlich nicht, dass der komplett ausgerottet wird, weil sonst kann ich da ja nie wieder irgendwas machen. Deswegen sage ich, okay, Hunting Limit ist erstmal 10. Und wenn ich dann diesen Bestand abgejagt habe, dann braucht er ein bisschen Zeit, um sich wieder zu erholen. Wir können nochmal eben gucken. Wir können hier den Arbeitsbereich festlegen. Aber das, ja, könnte man quasi hier sagen. Okay, hier ist der Arbeitsbereich, wo die wilden Tiere sind. Ne? Aber das müssen wir eigentlich nicht, weil der arbeitet ansonsten unbegrenzt. Und genau das soll er machen. Er soll alles bejagen, was ihm vor die Flinte, die er nicht mehr hat, sondern Pfeil und Bogen oder was auch immer, Speer kommt. Also soll er alles bejagen. So. Dann wird jetzt hier erstmal weitergebaut. Ich beschleunige mal. Guck mal, hier werden jetzt die ersten Häuser gebaut. Es ist so nice. Die hacken jetzt hier gemeinsam rum. Das ist, sind jetzt halt wirklich große Höfe. Wir müssen nicht nur so große bauen, weil da natürlich auf den Quadratmeter betrachtet weniger Einwohner sind. Man kann auch so kleinere Hütten für Leute bauen, um das Bevölkerungspotenzial ein bisschen zu erhöhen. Denn natürlich wollen hier nicht Leute einziehen, die keine Hütte haben. So, jetzt sind wir hier schon was. Eine Familie wünscht sich eine größere Marktfläche für ihren Stand. Ja. Wir müssen gleich mal einen Bereich auszeichnen, wo Marktstände aufgebaut werden können. Das machen wir natürlich auch noch gleich. Hier wird fleißig gehackt, das ist gut. Das ist das, was wir am Anfang brauchen. Wir haben 9 Bauholz. So, guck mal hier. Das gucken wir uns mal in Ruhe an, weil es jetzt die ersten Gebäude sind, wie das aussieht. Das ist einfach klasse, weil die wirklich sehr mittelalterlich aussehen, die Gebäude. Ich bin natürlich kein Historiker. Oh, Verzeihung. Ich bin natürlich kein Historiker, aber in meiner Welt sahen die wirklich so aus. Und wenn ich jetzt einen Steinwallen oder so fragen würde, der würde mir das bestimmt bestätigen, oder Coppelius. Und hier ist das nächste Gebäude und die werden sich auch ein bisschen voneinander unterscheiden. Und das ist auch das Immersive daran, dass die eben nicht alle gleich aussehen, sondern dass jeder Hof ein Stück weit individuell gestaltet ist. Hey, bring that piece over here. Ja, das machen wir. Und hier, guck mal, aber sieht das nicht toll aus? Auch was die so anhaben und so. Ich fühle mich richtig wie im Mittelalter. Wenn ihr mal sowas erleben wollt, geht mal. Es gibt ja so Freiluftmuseen. In Hamburg zum Beispiel gibt es den Kickeberg-Museum. Das ist ein Freilichtmuseum. Da gibt es auch so Häuser aus dieser Zeit.
kann man auch reingehen und schaut, wie das von innen aufgeteilt war mit Schweinestall und so. Ja, und ihr seht, dieses Haus unterscheidet sich jetzt schon komplett von dem. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es gibt vier, vielleicht auch mehr, verschiedene Haustypen. So, das sieht doch schon mal echt gut aus. Schön matschig. Und wir können jetzt, wenn wir anklicken, schauen, wir können nämlich jetzt hier eine Erweiterung machen. Und da seht ihr also Möhren, Hühner oder Ziegen. Das kostet aber Geld. Wir haben 50 Regionsvermögen. Und da müssen wir diverse Sachen von kaufen. Aber wir wollen natürlich auch unterschiedliche Nahrung haben. Deswegen ist Gemüse hier eigentlich ganz gut. Das heißt, wir sagen, wir bauen jetzt mal hier ein Gemüsefeld. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so viel Platz gelassen habe. Weil jetzt kann hier Gemüse angebaut werden und das können die dann auf dem Marktplatz verkaufen. Jetzt könnte ich direkt hier das nächste machen, aber wir müssen ein bisschen auf unsere Schatzkammer gucken. Wir haben nur noch 35, ich könnte jetzt sagen, okay, wir machen noch Hühner. Dann gibt es nämlich auch noch Eier und das ist im Grunde gut, weil, na warte, wir kommen jetzt nochmal zu den Bedürfnissen. Wir sehen hier Bedürfnisse und da sehen wir bei Lebensmittelstand, die möchten zwei Arten von Nahrung haben, um aufgewertet zu werden. Denn wir müssen die Gebäude später aufwerten, dann, oder möglichst früh aufwerten, damit wir auch ein erhöhtes Einkommen haben für unsere Schatzkammer hier. Wenn wir mal hier gucken, wir haben Fleisch gerade und wir haben auch ein bisschen Brot, aber das Brot haben wir mit geliefert bekommen. Das haben wir noch nicht produziert. Deswegen sollten wir wirklich gucken, dass wir an diese Bärenbüsche rangehen. Das ist leider absurd weit weg. Aber Beeren sind meiner Meinung nach die beste Einnahmequelle. Zumindest also nach meiner bescheidenen Erfahrung, die ich mit dem Spiel habe. Weil die sind einfach easy zu pflücken und da muss man sich keine Sorgen mehr machen. So, was wollte ich machen? Landwirtschaft? Ne, wo waren das? Wo waren die Beeren? Sammeln, logischerweise hier. Wildbärenhütte, genau. Das ist jetzt verdammt weit weg. Aber was willst du machen? Wir können... Ja, wir legen das dann hier an die Straße. Das ist wirklich absurd weit weg. Ist sehr, sehr traurig. Aber wir brauchen einfach diese kostenlosen Bären. Das ist zu attraktiv. So, jetzt können wir natürlich den... Hier so einen geraden Weg runter machen. Aber das ist alles... Später hier ist das vergeudete... Ist vergeudet einfach. Das ist sehr weit. Ich will möglichst wenig Platz vergeuden. Ich mache das dann so. Jetzt ist da ein kleiner Weg. Durch den Wald. Man kann später auch mit dem Herrscher selber durch das Dorf laufen. Das machen wir natürlich auch nochmal. Guck mal, hier, das ist der Weg durch den Wald. Oh, man kann das richtig alles riechen und so. Ups, das ist ein bisschen blöd. Und dann kommen wir irgendwann... Hier an die Baustelle. Okay. wie kampflastig wird das denn? Ich finde Anno-artige Spiele leider meist etwas zu monoton, bin aber der Meinung, Luis hat das auch gelobt, oder? Kann man auch richtige Welle und so weiter bauen? An dem Punkt war ich noch nicht. Ich glaube nicht. Ich habe bislang leider noch keine Welle gesehen. Ich liebe auch Welle. Ich mag mich gerne so einmauern. Aber habe ich noch nichts zu gesehen. So, da, wir müssen eh später hier auch noch das Eisenvorkommen machen, von daher ist das halt... Jetzt haben die natürlich jetzt einen verdammt weiten Weg zurückzulegen, aber es ist, wie es ist. Lass uns mal schauen, wir haben jetzt 12 Gesamtbevölkerung. Wir haben noch Obdachlosigkeit, das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Häuser bauen. Die müssen nicht alle so groß sein, wir können uns jetzt ja mal zur Aufgabe nehmen, ein paar Häuser zu errichten, die vielleicht nicht ganz so groß sind. Ich will nicht... Nee. Ich will nicht da an die Straße ran. Nee, dann machen wir es anders. Dann mache ich zuerst den... Pass auf, ich mache zuerst so einen kleinen Ring. Und, kann man die biegen, die Straße? Ich glaube nicht, oder? Warte mal. Doch! Haha! Ja. Warte. Man kann die... Road Curvage, warte mal. Wie war das mit... Ja, so war das. Okay, ich kann die ein bisschen... Ihr seht... warte. So.
Ja. Ja, so kann ich ein bisschen kleine Kurve reinbringen. Ganz geil, ne? Schauen, dass die Grundstücke nicht zu klein werden. Ja. Ist nicht perfekt, aber muss auch nicht perfekt sein. Hier ist nämlich jetzt das Gebiet hier, da wollen wir nicht rein in dieses Waldgebiet. Da sollen die Tiere schön unter sich bleiben. Und jetzt kann ich hier Parzellen ausschreiben. So, dann gehen wir zack, 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 zack. So, jetzt nehme ich entweder zwei große oder, ja, aber das wollten wir eigentlich, ne? Wir hatten ja gesagt, wir machen, dass da erstmal Leute wohnen können. Da sind noch keine Arbeitsstätten. Aber das ist okay. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt... Ah, guck mal, jetzt habe ich... So geht das. Jetzt habe ich nämlich eine... Jetzt könnte ich sagen, okay, ich will doch hier noch ein großes Haus, um da auch Industrie anzusiedeln, ja. Und dann könnte ich sagen, okay, wir machen da jetzt noch ein großes Haus. Oder zwei kleine. Ich finde, wir machen jetzt mal zwei kleine. Weil ich will auch quantitativ den Leuten eine Obhut hier erstmal bieten. Und es muss ja nicht alles so mega groß sein. Das ist natürlich jetzt nicht die schönste Kurve, die je passt. Aber wie gesagt, es ist ein Mittelalterdorf, ne? Und so kann es auch aussehen. Okay, wir haben jetzt noch zwei Familien, die in keiner Betriebsstätte zugeordnet sind, die uns jetzt hier noch die Sachen bauen. Möglicherweise sind einige aber auch jetzt hier schon zugange. Wie sieht's aus? Ne, da ist noch nichts angeliefert, aber das kann natürlich sein bei diesem endlos langen Weg, dass das so ist. Yo, dann brauchen wir natürlich auch noch Lagerstätten. Ich würde das erstmal alles hier verorten und die Produktion im äußeren Ring ansiedeln. Und hier würde ich erstmal, je weiter wir nach innen kommen, desto mehr ist hier so Wohnen und Kirche und Marktplatz und so weiter. Das heißt, wir können jetzt schon mal sagen, wir bauen hier einen Marktplatz. Und da werden wir mal was ausschreiben, hier ein Gebiet. Das ist bei... warte, wo ist das? Ist das hier? Wo ist das? Ach ja, den Brunnen müssen wir auch noch, ganz wichtig. Da müssen wir nämlich schauen, wo ist hier überhaupt Wasser. Hier, genau, da verläuft diese Wasserader lang. Da müssen wir genau gucken. Wir können nicht überall einen Brunnen hinsetzen. Auch nicht unrealistisch. Hier zum Beispiel ist eigentlich ein guter Ort für einen Brunnen. Wichtig, weil ohne Brunnen, so, jetzt ist es angeschlossen, ohne Brunnen kein Wasser, kann man nicht löschen, kann man nichts machen. wachsen die Bäume automatisch nach? Nee, man braucht einen Förster tatsächlich. Man braucht einen Förster. So, jetzt lass mich nochmal kurz gucken. Ich wollte doch zum Marktplatz. Und den muss ich mir mal eben raussuchen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der war. Das ist Sammeln. Industrie müsste der vielleicht... Ja. Dorf, Schmiede, Brennofen, Melzerei, haben wir Gerberei, Weberei, Färberei. Ist das nicht bei Handel? Verwaltung. Wo ist denn dieser Marktplatz? Okay. Hofstätte, Brunnen. Da, da ist der Marktplatz. Ah, okay. So, und jetzt kann ich hier ein Gebiet zuweisen, wo die Handel betreiben dürfen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, wie groß muss das jetzt unbedingt sein. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, so, so. Da hätten wir, oh, 19 Marktstände, guck mal, das 15 Marktstände wären das jetzt, wenn wir es so machen. Ich glaube, 15 Marktstände ist mehr als genug. Vielleicht ist das sogar schon zu viel. 15 Marktstände. Können wir ja auch fast ein bisschen kleiner machen, aber wir machen das jetzt so. Das ist jetzt einfach nur ein Gebiet, das ist jetzt so zugewiesen. Das wird der Marktplatz, dann könnt ihr direkt ihre Waren dort anbieten. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir haben Brot, wir haben Fleisch,
Wir haben noch kein Gemüse. Wie sieht das aus mit den Bedürfnissen? Ja. Die sind noch alle nicht erfüllt. Wasserzugang und Kirche. Müssen wir später auch noch bauen. Dann müssen wir uns auch noch um Lager kümmern. Jetzt haben wir hier das. Jetzt wollen wir aber natürlich noch ein Lager bauen. Ein so ein Lagerhaus. Das brauchen wir. Pass auf, wir machen das jetzt so. Leg nochmal hier einen Weg lang. Für alle Fälle, dann ist da schon mal einer. Dann legen wir ein Lagerhaus an. Das ist nicht unwichtig. Ja, wir können das auch drehen. Warte. So, können wir natürlich auch entscheiden, an welcher Straße das angedockt sein soll. So, können wir direkt oder machen wir so? Ja, machen wir so, ist egal. Passt ein bisschen besser, oder? Sag, das wird jetzt das Lagerhaus. Dann können wir nämlich auch die Sachen, die hier noch in der offenen Wiese herumstehen, schützen. Denn die nehmen Schaden, wenn die hier so rumliegen. Das sind hier unsere Vorräte, ne? Das ist das, mit dem wir gekommen sind. Da seht ihr, das Brot liegt hier so offen rum und so. Wobei, das Brot kommt nicht in dieses Lager rein, sondern es kommt in ein Nahrungslager rein. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. So, dann würde ich hier daneben später gleich einen Förster setzen. Und auf die andere Seite hier kommt dann die Holzverarbeitungsindustrie. Also hier die Brennholzhütte und die Sägegrube, die kommen dann hier hin. Und hier kommt der Förster hin. Der da, das Forsthaus kommt dann hier so hin. Und dann passt das. Aber das hat jetzt nicht die Priorität. Ich will nicht zu viele Aufträge gleichzeitig offen haben. Weil wir sonst natürlich gar nicht fertig werden können. Wie sieht das denn hier ganz hinten bei der Bärenhütte aus? Da. Oh ja, schaut mal. Ich glaube, das ist schon fertig. Sehr gut. Da können wir jetzt mal jemanden reinsetzen, der da arbeitet. Jetzt haben wir nur noch eine Familie, die sich darum kümmert, Sachen zu bauen. Deswegen wird das alles ein bisschen langsamer sein. Aber ich möchte jetzt wirklich anfangen, diese Beeren zu sammeln, weil das einfach wirklich die beste, einfachste Nahrungsquelle ist. Die versiegt natürlich auch. Dann muss man kurzzeitig ohne Beeren auskommen. Aber so ist es. Na, ihr seht, das dauert hier, bis es fertig wird. Jetzt kann ich auch erstmal gucken, wie viel Holz. Ich habe 10 Bauholz, das ist noch nicht so viel. Als dass ich da jetzt jemanden. Ich könnte aber einen rausnehmen. Jetzt habe ich wieder 2 Familien, die am Bau tätig sind. Da muss man immer ein bisschen Micromanagement machen. Die machen wir jetzt schneller, damit die zu Potte kommen. So, hier ist der erste Marktstand. Das ist ein Lebensmittelstand. Und der wird dann von den Familien hier aufgebaut, die auch was zu verkaufen haben. Also zum Beispiel hier unsere Möhrenfamilie. Die könnte da Möhren verkaufen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier einen. Jetzt ist schon wieder weg. Aber wir wollen hier eigentlich 2 verschiedene Lebensmittelarten auf dem Markt angeboten bekommen, damit die Bedürfnisse erfüllt sind. Was wir als erstes machen hier, wir bauen diese kleineren Gehöfte. Da können dann Leute einziehen, denn wir sind noch mit Obdachlosigkeit gestraft. Das wollen wir natürlich reduzieren. Und wenn wir eine Zufriedenheit von über 50% erreichen, jetzt sind wir gerade bei 46%, dann können wir uns auch vergrößern. So, der Brunnen ist, glaube ich, gerade fertiggestellt worden. Nee. Doch, der Brunnen ist fertig. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt auch Wasserzugang. So, da halten sich einfach Leute. Die sollen arbeiten. Was ist mit denen los? Die sollen hier nicht schwatzen. Die sollen nicht schwatzen. Also, wir haben immer noch ein bisschen Obdachlosigkeit. Das ist natürlich blöd. Aber wir haben jetzt 3 verschiedene, also die Beeren sind angekommen. Wir haben schon 7 Beeren, die jetzt hier angeliefert worden sind.
Und das ist fantastisch, weil jetzt müsste eigentlich das Bedürfnis hier, genau, das ist voll. Jetzt haben wir keinen Brennstoff und keine Bekleidung. Wasserzugang müsste eigentlich gleich auch gegeben sein, weil der ist fertig. Und eine Kirche bräuchten wir auch noch. Und dann können wir das Gebäude aufwerten. Oh, wir sehen hier gerade, die Tiere sind runtergewirtschaftet. Da haben wir jetzt nur noch 9. Deswegen können wir mal sagen, wir müssen eh eine Pause machen. Wir ziehen die weg. Das Problem ist, die haben halt, das sieht man an diesem Zeichen, die Familie betreibt einen Marktstand. Ist das der hier dann? Nee. Möglicherweise fällt der Marktstand weg. Aber es ist halt auch Quatsch, während ich noch so viel zu tun habe, dass die dann gar nichts machen. Aber wir machen jetzt mal, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die da jetzt rauszuziehen. Aber wir brauchen eine Brennstoffhütte. Die setzen wir hier hin und eine Sägegrube. Lass uns doch mal Folgendes machen. Wir bauen hier noch eine Straße hin. Wir können das ja auch theoretisch hier verbinden, wenn irgendwas ist. Und dann bauen wir jetzt als erstes die Brennholzhütte. Ja. Wo ist sie am besten? So sieht's. Na, geh mal runter. Ist doch gar nicht. Na? Ja, so finde ich okay. So, die Brennstoffhütte. Und die Sägegrube machen wir direkt daneben. So. Dann haben wir diese Holzindustrie. Und dann muss ich hier oben den Förster setzen. Da können wir noch eine Sekunde warten. Ihr seht, das ist hier schon, da wird hier, das sind keine, wachsen keine Bäume nach. Das sind eher so Büsche, ne? Wir müssen da schon gleich eine Forsthütte bauen, aber das können wir für einen Moment aushalten, dass wir keine Forsthütte haben. Die anderen Sachen sind wichtiger. Kann man den Familien Namen geben? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, es geht nicht. In der Demo ging das, echt? Dann muss es ja doch, irgendwo geht es dann bestimmt. Warte mal. Ich bin mir nicht sicher, wo ich das... Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. So, wir brauchen so viel Sachen. Aber wie gesagt, ich will erstmal langsam anfangen. Jetzt bauen wir diese Sachen hier auf. Und wie sieht es aus mit der Obdachlosigkeit? Ist immer noch ein Problem. Deswegen werde ich jetzt hier noch ein Haus in Auftrag geben. Eine weitere Hofstätte. Das ist wieder gut. Das ist ein etwas größeres Haus wieder. Und dann können wir sagen, ja, ist noch wieder, kommen wir brauchen noch zwei etwas größere. Das machen wir erstmal fertig. Wie sieht das aus mit Holz? Wir haben 12 Bauholz, das ist gut. Hier oben kann man übrigens switchen zwischen Waren, die wir im Lager haben. Und dann kann man aber auch hier auf Warenüberschuss klicken. Und dann werden die Ressourcen, die man schon verplant hat, abgezogen. Das ist ganz praktisch, weil ich weiß, auch wenn die Waren noch nicht angeliefert sind, also die Ressourcen für den Bau der Städte, weiß ich, okay, ich habe trotzdem danach noch 12 und ich habe genug Waren, um alles fertigzustellen. Ich müsste eigentlich auch einen hier ins Lagerhaus schicken. Ich habe aber nur 2 Familien und ich habe sehr viele offene Bauprojekte. Ich lasse das erstmal so. Warte mal, Bauernhaus und dann den Reiterpersonen. Das ist... Ich sehe es gerade noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ach da, Personen, da ist es. Also okay, man kann den Namen... okay. Aber nicht den Familiennamen. Verstehe. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen... Wir gehen mal auf Thoman und den nennen wir Ansuil. Das ist gar kein Problem. Oder Erhard heißt Fischkutter Willi.
gar kein Problem. Und kann man alles machen, das ist überhaupt kein Problem. Da könnte man zum Beispiel sagen, hier. Es bricht ein bisschen mit der Immersion, weil die natürlich jetzt keine mittelalterlichen Namen mehr haben, aber hey. So ist das. So, wen haben wir hier noch? Könnte man natürlich Gesa auch mit reinnehmen. Heinz. So. Geht, ne? Wie sieht's aus? Hier wird gebaut. Wir haben nur einen Ochsenkarren. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ah, okay, die Sägegrube ist auch fertig. Und hier ist es auch so. Da passiert nichts, solange da niemand wohnt. Ja? Oh no, wir haben schon einen Wetterschaden erlitten. Das ist sehr, sehr blöd. Und solange wir hier unter 50% sind, wird die Siedlung nicht wachsen. Das heißt, wir müssen dieser Obdachlosigkeit auf jeden Fall erstmal den Kampf ansagen. Und dann können wir anfangen, auch die weiterführenden Produktionsstätten mit Familien zu bestücken, weil da passiert für den Moment dann erstmal nichts. Wir haben genug Ressourcen, um die jetzt fertigzustellen. Brennstoff geht zur Neige, ja. So, okay, wir haben hier eine neue Siedlungsstufe. Oh, das ist fantastisch. Und immer noch zwei Leute obdachlos. Aber das wird ja gleich fertig sein. Wir brauchen natürlich auf Sicht Brennholz. Wie viel haben wir denn noch? Da. Oh, wir haben nur noch ein Brennholz. Das heißt, wir müssen die Brennholzhütte jetzt mal bestücken, dass da jemand auch mal drin arbeitet. Denn sonst haben wir ein Problem. Eine Familie kümmert sich jetzt hier noch um den Ausbau unserer Häuser. Oh, ein weiteres Familienmitglied schließt sich an, das ist gut. Wir brauchen Leute. So, wir können hier auch nochmal wieder einen Zwischenweg planen. Finde ich wichtig, ab und zu mal einen kleinen Durchgang zu machen. So, wir haben eine neue Nachricht. Okay, da geht's um die Miliz. Milizen kann man aufstellen, indem man jetzt hier auf Armee geht und dann auf Plus. Und dann sehen wir, wir haben im Bestand jetzt gerade geliefert bekommen 20 Speere, 20 Schilde und wir haben 10 mögliche Rekruten. Das heißt, wir können ja nur eine 10er Miliz aufstellen. Dann müssen wir gucken, welcher Art soll diese Miliz sein. Und dann müssen wir natürlich das nehmen, was wir haben. Wir haben ja Speere, also wäre das in dem Fall natürlich eine Speerkampfmiliz. Jetzt kann ich die aufstellen, drücke ich hier auf Plus. 10 mehr haben wir nicht. Und Söldner können wir auch anheuern, aber haben wir natürlich jetzt nicht die Kohle für. Ja, und jetzt haben wir die und können die jetzt sammeln. Müssen wir aber nicht machen, die sollen ja erstmal arbeiten. Aber das ist jetzt die Miliz und die müssten jetzt eigentlich sich diese Waffen selber holen und sich mit nach Hause nehmen, so war das ja früher. Da gab es natürlich auch Söldner, ein stehendes Heer, was Berufssoldaten waren und dann war es aber in aller Regel so, wenn der Fürst, der Lehnsherr oder was auch immer in kriegerische Auseinandersetzung verstrickt war, dann hat er seine Miliz gerufen, die haben dann ihre eigenen Sachen von zu Hause mitgebracht. Die haben jetzt nicht alle eine Waffe unbedingt immer gestellt bekommen und manchmal hatten sie auch nur eine Mistgabel oder so und mussten dann in den Krieg ziehen. So, ich glaube, wir müssen die jetzt nicht sammeln. Das müssen wir, glaube ich, noch nicht machen. So. Gesa, was du bist, du bist, du machst irgendwas mit Bäumen. Holzfäller. Okay, weiter geht's. Obdachlosigkeit muss weiter bekämpft werden. Wir müssen erstmal jetzt Häuser bauen. Weil wir haben nicht genug Hofstätten, um unsere Bewohner zu beherbergen. Das sieht gut aus. Wie ist es? Lebensmittellager.
Jo. Das muss hier gemacht werden. Wir haben eine Familie, die sich jetzt um alles kümmert. Aber ist okay. Also das mit dem Essen ist okay. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas? Ah ja, hier, guck mal. Große genau, die sind hier drin. Ihr seht, das wird jetzt weniger. 16 Speere, 15 Speere, weil die Leute sich das jetzt holen, ne, und mit nach Hause nehmen. Hier sieht man das. Guck mal, ist das nicht geil? Das ist Endres und das ist Fischkutter Willi. Und Fischkutter Willi geht jetzt mit seinem Speer nach Hause und ist jetzt eine Miliz. Und wenn ich die dann irgendwann aufstelle, dann rennt er nach Hause, holt den Speer aus dem Speerzimmer, was immer abgesperrt ist. Und dann kommt er und kämpft. Aber ist eigentlich kein trainierter Soldat. Okay, let's go. Mal ein bisschen schneller, dass die Häuser müssen jetzt hier fertig werden. Wie sieht es aus? Wir haben genug Bauholz, das ist okay. Wir sind jetzt schon im Mai. Da kommt das... Warte. Ja, da kommt der Ochse mit dem Holz und schleppt es dahin. So, wir können jetzt so langsam mal überlegen, weil unser Lager ist jetzt hier abgebaut. Und so, obwohl, na, noch nicht ganz. Es sind noch 20 Steine drin. Aber ansonsten haben wir ja ein neues Lagerhaus und das ist hier oben. Und deswegen sollten wir unseren Anbindebalken für den Ochsen einmal verschieben. Wir können auch noch ein Pferd oder einen weiteren Ochsen ordern. Das kostet uns 20 Gold. Und so viel haben wir nicht. Also wir haben so viel, aber dann ist es halt weg. Ich möchte erstmal dafür sorgen, dass wir auch Geld verdienen, bevor ich das ganze Geld ausgebe. So, ich kann den Ochsenkarren jetzt an eine andere Position verschieben und das finde ich durchaus sinnvoll, weil der ja hier bei den Betriebsstätten irgendwo auch sein soll. Ich baue das mal hier hin. Hier ist ja eher so Baugrund und hier ist ja auch gar nichts mehr. Also was soll der da, ne? Okay. Gönn dir einen zweiten Ochsen, sobald es geht. Na, ist die Frage, ob wir das... vielleicht... Ja, vielleicht... Kann man es auch direkt machen, aber... Ihr seht, Geld ist rar gesät. Wir verdienen noch nichts. Wir müssen die upgraden hier. Wenn ich den Wohnraum verbessere, dann geht das. Aber dafür brauche ich Bekleidung. Und ich brauche noch eine Kirche. Und dann kann ich diesen Wohnraum upgraden. Aber da sind wir leider noch nicht an dem Punkt. Gut, erstmal die Gebäude fertig machen. Wir beschleunigen mal. Yay, ist fertig. Und, guck, während wir jetzt das bauen, wir sind über 50% in der Zufriedenheit. Das bedeutet, unser Wachstum wird jetzt steigen. Und wir bekommen neue Leute und das ist überlebensnotwendig. Weil wenn wir die Betriebsstätten nicht nutzen können, bringt es uns gar nichts, sie zu bauen. Deswegen legen wir direkt nach und machen... Na, wir können auch natürlich jetzt nach innen schon gehen, ne? Wenn wir wollen. Wir können auch schon nach innen gehen und sagen, ja, wir machen hier weiter. Wir könnten, die Dinger können dann hier auch weg. Können wir jetzt die Straße, warte, planen wir mal eben mit der Straße. Wenn wir sagen, ja, da ist das Eck. Und jetzt können wir es ein bisschen, ja, speichern mal, finde ich gut. Ein bisschen curven und... Ja. Na, hier ist es halt einfach nicht mehr so curvig, ne? So. Und dann können wir hier, das ist natürlich jetzt sehr, sind sehr große Städten, wenn wir das
Ja. Zack, hier bauen wir noch eine große. Und dann können wir... Na, zwei kleine. Okay. Nicht gut. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was gebaut. Der äußere Ring. Hier werden wir dann eine Kirche bauen, eine Taverne, das kommt alles hier in den Innenbereich. Okay. Dann bin ich letztes Mal im Winter fast verhungert. Das kann sein in der Demo, das würde ich nicht ausschließen wollen. Das wird uns diesmal aber nicht passieren. Glaube ich. Aber man weiß es nicht. Wir haben ja genug Beeren jetzt. Beeren sind immer super. Und, ja, Nahrung hält noch 12 Monate, aber Brennstoff ist gerade das Problem. Dafür haben wir aber schon diese Brennstoffhütte und das passt schon. Das wird schon werden. Wir machen wieder ein bisschen schneller, dann können ja erstmal diese Bauarbeiten erledigt werden. Oh, das Lager ist voll. Das Jägerlager ist voll. Häute und Fleisch. Ja, da muss was abgeholt werden. So, jetzt ist die Frage, ob wir uns mit der Kohle wirklich schon den zweiten Ochsen leisten wollen. Dann haben wir natürlich nicht mehr so viel Geld. Aber vielleicht ist das sinnvoll. Wir brauchen aber auch auf Sicht Schafe. Und Schafe muss man sich auch kaufen. Okay, so jetzt ist das hier fertig. Was meint ihr? Sollen wir noch einen zweiten Ochsen kaufen? So. Also wir haben jetzt unser Geld ausgegeben. Ich habe jetzt eine Order für den zweiten Ochsen platziert. Mal gucken, ob was passiert. Dafür ist jetzt das Geld rausgegangen. Oh. Nicht genug Stallfläche. Nicht genug Stallfläche. Okay, das sieht gut aus. Die Obdachlosigkeit wird bekämpft. Das gefällt mir. So, die Hofstätte ist ja auch wieder fertig. Das heißt, zwei neue Familien können ja einziehen. Ihr könnt noch einen Möhrenhof kaufen, aber dann sind die letzten 15 Groschen auch weg. Ich weiß nicht, brauchen wir hier noch eine Stallfläche? 1 von 1. Müssen wir noch eine zweite Stallfläche machen? Bin mir nicht ganz sicher. Es gibt die Möglichkeit, einen Stall zu ziehen, aber... Brauchen die einen eigenen... Bin nicht sicher. Da, Anbindebalken. Ja, ich glaube, das muss ich machen. Einfach einen zweiten bauen. Ich hatte ja einen bestellt, aber den würde ich dann vielleicht hier hinsetzen. So. Dann haben wir da einen und da einen. Das ist okay. Na, okay, das ist hier fertig. Wie sieht's aus mit der... Ist immer noch Obdachlosigkeit, ha? Ne, zuvor. Okay, aber ich meine, das ist auch dadurch angezeigt, glaube ich... Ich glaube, die Obdachlosigkeit ist bekämpft. Aber das ist noch gar nicht fertig hier. So, wir brauchen Bekleidung und Kirche. Bekleidung, wir haben ja ein bisschen Leder. Das heißt, wir könnten mit dem Leder, was wir haben, ein Gerber bauen. Hier, Gerberei. Und dann müsste das eigentlich gehen. Warte mal. Oh. So. Kann man das Spiel jetzt schon spielen? Ne, man braucht den Gerber schön windabwärts bauen. Wieso, weil das stinkt oder was? Ist das in dem... Nee.
Ich meine, es gibt tatsächlich so Sachen. Ganz kurz, ist das relevant tatsächlich, wo der Gerber steht? Hat das eine Auswirkung auf die Unzufriedenheit der Leute? Oder ist das nur, weil ihr wisst, dass der Prozess des Gerbens stinkend ist? Ich weiß nicht, ob das Spiel so... Also es gibt so ein Element, zum Beispiel bei einer Windmühle. Wo bist du, meine liebe Windmühle? Da. Da seht ihr so eine Prozentanzeige. Effizienz. Und da, weil die Windmühle braucht einen Bereich, wo der Wind auch weht, ne? Und wenn ich das jetzt in den Wald setze oder so, da weht da nichts. Da funktioniert die nicht. Wir werden sehen. Also ich sehe jetzt hier keine... Ich sehe niemanden, der sich beklagt. Es ist das Mittelalter. Also ich sehe jetzt... da nicht das Problem. So, wir haben ab jetzt Bevölkerungszuwachs. Das ist wichtig. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Familien, die jetzt hier bauen können. Und die wir dann auch irgendwo einsetzen können. Dann lass uns mal ein bisschen... Nein! So, das mit den Banditen habe ich noch nicht gecheckt, wie man die los wird. Das nervt. Es gibt Banditenlager. Ich weiß nicht, ob man die quasi angreifen muss. Habe ich schon ein... Ne, ich habe noch kein Lebensmittellager, sehe ich gerade. Das müssen wir jetzt mal machen. Das Lebensmittellager kommt auf halber Strecke zwischen Jagdhütte und Bärenhütte. Na, es ist nicht die halbe Strecke, aber das würde ich dann hier hinsetzen. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Den Speicher für die Lebensmittel, genau. Das machen wir hier hin. So, das ist richtig. Okay. Okay, der Anbindebalken ist fertig. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt unseren Ochsen demnächst angeliefert. Weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Der heißt Ott. Der Ochse heißt Ott. Oh, was haben wir hier? Brennstoff. Oh ja, ja, wir müssen dringend... Ich werde jetzt noch eine Familie in den Brennstoff setzen. Aber wir brauchen natürlich auch Holz. Wir müssen ein bisschen Brennstoff jetzt kurzfristig produzieren. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen warten, dass neue Leute kommen. Häuser. Ja, ich glaube, wir sollten noch mal ein bisschen was nachbauen. Auch. Vielleicht gehe ich jetzt auch mal hier so gerade runter. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keinen Blueprint-Modus, was ein bisschen schade ist. Wir müssen nämlich gucken, wo wir die Kirche hinsetzen auf Sicht. Ja, wir haben nicht genügend Waren, ja. Fehlt es an Brettern, logischerweise. Aber das wäre halt die Kirche. Die kommt dann hier irgendwo ins Zentrum. Wobei ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, wo die steht. Wir brauchen neue Leute. Das ist erstmal das Wichtigste. Deswegen brauche ich jetzt nochmal eine Hofstätte. Ja, einer kann Zusatzgebäude machen, anderer nicht. Ist egal, Hauptsache ein bisschen Quantität. Denn wir wollen, dass wir Zuwachs bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und irgendwann müssen wir jetzt anfangen auch... Ja, wir brauchen noch die Bekleidung. Dafür brauchen wir den Gerber. Den haben wir jetzt ja hier in Auftrag gegeben. Ihr sagt, er stinkt. Aber so ist es halt. Ich habe noch keinen Grund zu glauben, dass das Spiel Geruch mit drin hat. Es gibt ja wirklich Spiele, die dann so Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung oder so, die das mit eingebaut haben. Das gibt es ja auch, was ich bei Anno, aber auch bei vielen anderen Spielen dieses Genres. Hier habe ich es jetzt noch nicht gesehen, deswegen riskiere ich das jetzt mal. Aber vielleicht lernen wir ja was Neues und dann ist das auch so. Wo ist mein... Ist das mein zweiter Ochse? Ne, ist der erste Ochse, oder?
Nee, ich habe einen zweiten Ochsen. Geil. Da ist er. Erhard. Erhard und Fritz. Oder was? Nee, warte mal. Fritz heißt der Mensch. Ott. Eben stand da doch Ott. Naja, das ist Ott. Doch, der heißt Fritz. Oh, Fritz, das ist ein prachtvoller Ochse. Guck. Wow. Kräftig. Temperamentvoll. Sehr gut. Jetzt geht alles ein bisschen schneller. Ja, wir brauchen. Wir haben 5 Brennholz schon, das ist gut. Dann machen wir hinne. Dann bauen wir mal als nächstes hier die nächsten Wohnstätten fertig. Da steht, Geruch ist noch in Arbeit. Das ist doch gut. Der Ochs hat sich gelohnt. Ja, wir werden sehen. Was ist eigentlich mit unserem... Da ist der Stein, okay. So, sobald wir mehr Leute hier haben, können wir auch wieder zuweisen. Wie sieht das aus mit den Bären? Manchmal sind die dann auch alle, aber... Oh ne, es sieht gut aus. Bären gehen uns so schnell nicht aus. Das ist sehr, sehr gut. Primäre Nahrungsquelle zusammen mit dem Jäger. Weil das Viech hier schon bei 10 Uhr... Überleg, ob ich den mal runternehmen soll. Bin mir nicht sicher, ob ich den brauche. Für das, für den Marktstand, sozusagen. Jetzt würde ich den eigentlich rausnehmen, weil der gerade nicht jagen kann. Weil der Bestand sich erholen muss. So, die Gerberei ist fertig. Ich habe aber noch niemanden, den ich... Ah, doch, jetzt habe ich wieder eine freie Stelle. Ich... Ja, Bauholz haben wir auch. Wir brauchen... Ja, wir brauchen alles, ne? Obdachlosigkeit ist auf jeden Fall geregelt. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich jetzt hier weiter verfahre. Ob ich jetzt hier schon runtergehe. Ich glaube fast, ich würde hier runtergehen. Und dann hier wieder bauen. Also mit der Straße. Hier so gerade runter. Wobei. Nee, wie groß ist die Taverne? Ich glaube. Baue die Taverne. Und die Kirche kommt hier hin. Taverne kostet 5 Holz. Was können wir uns jetzt schon leisten? Wir haben noch kein Bier, ne? Also ich könnte vielleicht Bier importieren später. Aber ich will einmal nur, dass die schon mal steht. Und jetzt würde ich gerne, dass diese Baustelle... Da, Bau pausieren. Doch, das ist ja fast ein Blueprint-Modus. Jetzt habe ich das schon mal. Und dann kann ich jetzt hier so runtergehen. Und dann kann ich hier noch weitere Häuser errichten. So. Jetzt könnte ich sagen, das wird werden sozial. Wieso? Oder mache ich da ein großes draus? Ich könnte auch sagen, wir machen ein großes, dann. Hat natürlich dann Potenzial auf Dauer, uns gut zu versorgen. Hat das geografisch korrekte Karten? Gibt es Konkurrenten auf der Map? Ja, gibt es, Soku. Gibt es auf jeden Fall. Ich baue mal wieder noch ein normales großes. Und dann bauen wir noch mal eine... So, Zweierreihe. Okay. Das ist gut. Das haben wir denn da auch schon gesetzt. Wir brauchen... Oh, guck mal, jetzt sind wir schon bei 39 Brennholz. Und jetzt sehen wir, wenn wir auf das Fass gehen. Derzeit hält die Nahrung 11 Monate und der Brennstoff 5 Monate. Also wir sind da auf einem guten Weg. Ja, bauen wir erstmal die Häuser hier.
Wir müssen nämlich wachsen, wachsen, wachsen. Was haben wir hier noch? Genau, die Taverne haben wir, die Kirche, wie gesagt, kommt dann hier hin. Wir können den Marktplatz haben wir schon, Brunnen haben wir, Städte haben wir. Wir können gleich noch eine Abbaugrube bauen. Wir müssen mal gucken, wo hier Steine sind. wo haben wir denn Steine? Haben wir überhaupt Steine? Ich sehe derzeit gar keine Steine. Seht ihr Steine? Da müssen ja auch welche vorhanden sein. Wenn wir hier keine Steine haben, kann ich sowas natürlich auch nicht bauen. Hier, warte mal, was ist das denn Feines? Aber ist das ein Feldsteinvorkommen? Ja. Das wäre hier. Aber warte, ist das überhaupt noch mein Gebiet? Ja. Wo haben wir denn? Hier haben wir den Weg. Da ist der Weg. Dann können wir den. Ist auch wieder so weit weg. Aber was willst du machen? Ne? Wir brauchen irgendwann auch Steine. Aber ich glaube, noch sind die nicht so wichtig. Aber Eisen brauchen wir irgendwann auch. Das haben wir hier. Okay, kümmern wir uns erstmal um die Basics. Und dann schauen wir weiter. Ich muss so langsam auch mal jetzt hier den Förster, wie geplant, hier ransetzen. So. Wie sieht's hier aus? Okay, wir machen mal ein bisschen, beschleunigen mal ein bisschen, dass hier wir vorankommen. Die beiden Ochsen leisten richtig gute Arbeit, guck. Das ist fantastisch. Guck dir das hier an, Fritz und Ott. Machen einen guten Job. Wir haben auf jeden Fall genug Häuser. Und wenn jetzt Leute kommen, Gesamtbevölkerung 21. Taverne bringt uns, wie gesagt, erst was, wenn wir auch Bier anbieten können. Sonst ist es einfach nur ein Gebäude. Und jetzt können wir mal anfangen, auch das Bretterding. Die Segelgrube machen wir jetzt auch einmal schon mal an. Aktivieren wir schon mal. Und wir haben jetzt Brennholz für 7 Monate. Ich nehme mal eine Familie hier mit raus. Weil Brennholz haben wir jetzt, das wird dann ja weiter produziert, aber wir haben jetzt, ist okay erstmal. Oh, jetzt haben wir 3 Leute, die bauen, das ist super. Dann werde ich jetzt Folgendes machen. Wir werden einmal kurzfristig, ja, wir machen das Forsthaus natürlich an. Das ist gut und wichtig, und dann machen wir ein in die Gerberei. Das ist auch wichtig, damit wir jetzt quasi Leder bekommen. Und damit können wir, guck mal hier, das ist ja so nice. Halt ich nochmal langsamer, damit wir uns das nochmal angucken können. Hier wird gegerbt. Das sind hier diese stinke Fässer. Ne, Fässer sind es nicht. Das sind, wie ist das Wort? Zuber? Stinke Zuber vielleicht? Naja, jedenfalls das ist der Grund, weshalb vorhin ihr gesagt habt, bau das doch nicht so dicht an den Wohnhäusern. Aber wie gesagt, ich glaube, das Stinke-Feature ist einfach noch nicht angeschlossen hier. Das kommt später. Stinke-Pfützen. Brennholzhütte, ja. Läuft alles. Noch, also es geht uns, glaube ich, okay. Bislang sind wir nicht an so einem Punkt gekommen, dass dieses Dorf dem Untergang geweiht ist. Bislang ist alles okay. Alle
Baustellen sind vollendet. Dann können wir eigentlich... Obwohl, wir brauchen erstmal neue Leute. Sind die Häuser alle schon bewohnt? Ja, ne? Obwohl, warte. Ne, das ist noch leer. Und das ist auch leer. Also wir haben Ausbaupotenziale. Ich würde so langsam gerne mal Häuser auch upgraden. Dafür brauchen wir Bekleidung und Kirche. Ja. Okay, dann lass uns doch mal schauen. Was ist denn mit der Kirche? Wann können wir die denn... wo bist du, Kirche? Da. Brauchen wir 20 Brett dafür? Oh, wir haben 20 Bretter. Ja, das ist perfekt. Das heißt, wir können jetzt die Kirche errichten. Leider ist das hier krunkelig. Bin ich kein Fan von Krunkeligkeiten. Können die Kirche aber auch hier hinsetzen. An den Marktplatz direkt dran. Doch, das ist schon okay. So machen wir das. Pass auf. Ich werde nochmal einen Weg bauen. Das muss ja nicht von da, das kann ja auch. Ja. So. Dann kann man hier noch. So, den Markt hier nochmal mitnehmen. Okay. So. Und dann bauen wir da die Kirche. Kommt die nämlich hier hin. So. Das kann die auch, genau, kann die auch da so dran. So. Nicht gut. So. Kirche hat natürlich immer auch, muss auch so einen Zugang von allen Seiten haben. So, was kann ich hier Feines machen? Baue ich hier eine fette Straße oder mache ich hier so Dekoration rein? Es gibt doch auch so Dekoration. Hier kosmetisch. Ein Schrein. Lol. Okay, jetzt hat noch direkt vor der Kirche ein Schrein. Das ist ja auch albern. Ja, schade. Also hier kann ich nichts schön machen. Ich kann die Straße aber natürlich massiv breit machen und dick. Könnte ich hier noch so ein kleiner Platz hier, ne? Hässlich? Ja. Aber ist einfach ein kleiner Platz. Ich dann eine Bank oder so, das wäre schön. Aber das ist alles sehr zentral. Holz, der Marktplatz, die Taverne und die Kirche sind hier alle sehr zentral. Okay, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Guck mal, jetzt wird hier die Kirche gebaut. Das ist immer wichtig für diese mittelalterliche Gesellschaft. Die sind sehr gottesfürchtig, die haben Angst. Wenn sie keine Kirche haben, dass die Siedlung Gottes Zorn auf sich zieht. Deswegen müssen wir denen das geben, damit die sich wohlfühlen. Der Bau ist natürlich ein bisschen ambitionierter, das dauert eine Weile. Wie sieht das aus? Oh ja, es fehlt nur die Kirche, dann können wir hier das aufwerten. Können ja auch schon mal den Wohnraum erweitern. Das hier wird jetzt mal erweitert schon und danach werte ich das auf, wenn wir das jetzt halten können. Die Kirche muss erstmal fertig werden. Es fehlen 10 Steine, aber die haben wir ja hier eigentlich schon. 10 Steine sind ja hier gelagert, die müssen wir nicht weit schleppen. Oh, dieses Wetter. Ich finde das auch so nice. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht, wenn es nass ist. Was das hier für Matschepfade sind. Das ist so schön einfach. Wir können jetzt auch mal Folgendes machen. Das sind wir. Wir sehen leicht anders aus. Wir sind noch ein bisschen jünger, glaube ich. So, und wir können jetzt hier durch unser Dorf marschieren. Wie geil ist das denn? Und richtig durch den Matsch warten. Guckt euch mal die Schuhe an, was der für geile Schuhe anhat, wie spitz und lang die sind. Damit er seinen Untergebenen so richtig in den Popo treten kann. Guck mal, jetzt können wir hier zugucken, wie die hier arbeiten, können das kontrollieren. So, läuft's hier auch? Ich guck mir das ganz genau an. Ob ihr alle auch mit anpackt. So, hier ist das der Marktplatz. Guck mal, hier wird verkauft. Hallo, gibt's genug Waren? Das ist gut. Oh, der schleppt da richtig ein halbes Rind.
Ja, die Verkaufshalberinde. Toll. Und wir können uns auch eine Baustelle, nämlich die Kirchenbaustelle, mal angucken. Hier wird die Kirche errichtet. Warum ist niemand hier? Ich hatte doch einen Auftrag gegeben, dass die Kirche errichtet wird. Ihr ungläubigen Heiden. Warum lasst ihr euch so viel Zeit damit? Ich erwarte mehr Disziplin. Du. Ja, der macht nichts. Schleppen. Ah, war das der? Doch, der schleppt, glaube ich, die Holzlatten auf den Marktplatz. Auf den Kirchenplatz. So. Guck. Oh, wir haben Banditenlager entdeckt. Wohin? Ja. Gucken wir gleich mal, wo das ist. Ja, und der hieft das jetzt da auf den Stapel. Gute Arbeit, mein Sohn. Ey, hast du mich angerempelt oder was? Du kommst gleich auf das Schafott. Mein Freund. Naja, die schleppen, das ist gut. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Guck mal, was die auch alles für unterschiedliche Klamotten anhaben und so. Na gut, jetzt die natürlich jetzt gerade nicht. Die haben beim selben Schneider eingekauft. Der schleppt auch die Körperhaltung, oder? Guck mal. Hallo Leute, wir gehen mal hier in die Produktionsecke. Hier haben wir den Gerber. Oh, wie das stinkt. Wer hatte diesen Gerber hier errichtet? Das stinkt ja wie die Pest. Hallo Ochse, das ist der Fritz. Den erkenne ich doch. Das ist das Lager. Das können wir auch noch ausbauen. Hier ist unser Förster. Der hat die Schaufel, weil er die Setzlinge dort einbuddelt. Fantastisch. Das ist unser Holzfäller. Wie sieht es hier drin aus? Pass ich nicht rein, ich bin zu groß und echt nicht stark. Ja. Das hier ist Sägeholz und Brennholz. Und das ist der andere Ochse, das ist Ott. Das erkennt man an seiner leicht burgunderfarbenen Färbung. Hellfärbung. Ja. Und hier, das ist. Wir haben ja auch eine. Guck mal, hier auch so Plumpskloster überall. Welches war das? Das ist das Gehöft, wo wir die Möhrenfelder noch gekauft hatten. Hier wachsen die Möhren. Ne? Ist das nicht fantastisch? Hier ist das. Der Abort. Glaube ich, ne? Ist es das Kackhaus oder? Man weiß es nicht. Schön. Also, gehen wir mal wieder raus aus diesem Modus. Ich finde es großartig. Ja, hier, das dauert noch ein bisschen mit der Kirche, bis die fertig ist. Und dann, sobald es geht, möchte ich dann diese Häuser upgraden, weil die ab der Stufe 2 ein Gold pro Monat und Familie abwerfen, diese Häuser. Und ich weiß nicht, was es noch für andere Optionen gibt, seinen Staatsbeutel aufzufüllen. Das weiß ich nämlich nicht. Wir haben jetzt hier zwei Familien, die buddeln, bauen, meine ich. Das ist super. Wir können das mal beschleunigen. Volle Geschwindigkeit. Das ist die 12-fache Geschwindigkeit. Und dann wird hier aus dieser Baustelle so langsam auch eine ausgewachsene Kirche. Oh, warte, ich habe was vergessen. Wir wollten ja mal ganz kurz mit dem Banditenlager gucken, wo das ist. Hier befindet sich das. Oh, das sind aber viele. Shit. Ja, die kämpfen ja gerade. Nee. Kämpfen die? Oder trainieren die? Oh, das sieht aber heftig aus. Aber ich glaube, das ist nur Training, oder? Die Briganten. Intriganten, Briganten. Das sind viele. Ich glaube, die kann ich mit meiner Miliz noch nicht bekämpfen. Ich zoome mal raus, wo das ist. Ja, ganz woanders. Am anderen Ende der Region. Ich bin ja hier. Ich bin in Rötzling. Hier wohne ich ja. Also die müssen ja komplett... Das ist ja voll weit weg. Weiß ich nicht, ob die mich da kriegen. So, was haben wir... Da muss ich jetzt nicht hinmarschieren.
Hast du schon Hühner? Ne, ich habe noch keine Hühner, weil ich das Geld anderweitig ausgegeben habe. Ich könnte mir jetzt einen Hühnerstall leisten. Ja, das stimmt. Aber ich wollte nicht auf Null kommen mit meinen Groschen. Hühnerstall wäre natürlich gut wegen Eier. Dann habe ich eine weitere Nahrungsmittelkategorie. Jetzt habe ich nämlich auch kein Fleisch mehr. Ich habe auch kein Gemüse. Es wird noch nicht geerntet. Hier, wo sind wir denn hier? Ah, die Kirche, guck mal. Oh, schaut mal. Die Grundmauern sind schon gelegt. Man kann einfach auch zugucken, es ist so schön. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich muss mir gleich mal was zu essen bestellen. Irgendwas Leckeres. Ich werde gleich was zu meinem Ersteindruck sagen, weil ja auch einige neue Leute dazugekommen sind. Erstmal lieben Dank Hadref und Baschkür. Ich hoffe, du bist auch da, Baschkür. Weil ich dich vorhin aus Versehen übersehen habe. Danke für den Support. Ja, wir haben einige Marktstände hier. Unsere Nahrung reicht noch 8 Monate. Also damit kommen wir über den Winter. Auch die Brennstoffe sind okay. Wir haben natürlich jetzt noch keine Bauernhäuser, also keinen Weizen oder sowas, weil wir jetzt erstmal so die anderen Basics alle bauen. Und wir müssen natürlich auch die nötige Bevölkerung haben, um den Bauernhof betreiben zu können. Und solange wir nicht genug Einwohner haben, kann man das, glaube ich, hinten anstellen, weil wir durch das Fleisch und durch die Beeren so eine kleine Grundversorgung haben. Zuerst das Rathaus, ja. Das Rathaus kostet uns aber 15 Eisen. Du meinst das Herrenhaus, ne? Müssen wir uns gleich so ein Eisen-Dings bauen. Wir gucken erstmal die Kirche hier. Mhm. Hab ich im Blick, Nicola, danke. So. Guck mal, ist das nicht Hammer? Ach so, diese Details. Guck dich mal das Holz an. Ich meine, das ist... Sieht jetzt so aus, als wenn die Kirche schon 20 Jahre steht, aber... Kann man ja auch nicht erwarten, dass sich das dann noch verändert. Aber das sieht einfach geil aus. Und da ist die Kirche fertig. Hammer! Die Kirche ist fertig. Und damit... dürften sich hier eigentlich die Bedürfnisse... Da! Habt ihr jetzt gerade live gesehen? Ihr habt live gesehen... wie sich das Bedürfnis erfüllt hat, wie diese Raute sich ausgefüllt hat. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Haus abzugraden und auf Stufe 2 zu erweitern. Ich meine, ein Haus hatte ich doch schon auch den Wohnraum erweitert. Warte mal, welches war das? War das nicht sogar das? Nee, ich glaube, es war dann das, weil hier steht... Ich glaube, es ist das hier, weil da ist eine weitere... Aber ich will lieber das aufwerten, wo auch Möhren produziert werden. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht. So, jetzt kann ich das hier verbessern, weil ich alle Bedürfnisse erfüllt habe. Natürlich werden sich dann neue Bedürfnisse daraus ergeben, aber ich brauche ja die Kohle. Ich muss ja irgendein Einkommen auch generieren. Deswegen werde ich so viel wie möglich hier verbessern. Und gucken, oh guck mal, jetzt hier darf ich schon nicht mehr, seht ihr? Weil das Bedürfnis nicht erfüllt. Miste, aber das habe ich jetzt hier schon in Auftrag gegeben, da können die mir gar nichts mehr. Das heißt, dann haben wir 2 Gebäude, die dann pro Familie 1 Groschen im Monat abwerfen, glaube ich, das ist, ne? Das ist gut. So, und an dieser Stelle, mit unserem ersten Entwurf hier, mache ich eine kleine Pause, aber wir werden natürlich im Anschluss sofort weiterspielen. Ich mache eine kleine YouTube-Pause, damit wir diese Folge schon verarbeiten und vielleicht auch schon auf YouTube hochladen können heute. Mal schauen, ob wir das hinkriegen.
Wir sehen uns zeitnah wieder, wenn ihr das auf YouTube schaut, mit dem nächsten Video. Wenn ihr auf Twitch live dabei seid oder auf YouTube live dabei seid, könnt ihr einfach dranbleiben. Wir spielen nahtlos weiter. Das ist nur ein kleiner Cut für die Folge. Ich freue mich, wenn ihr das auf YouTube schaut, über Kommentare. Wie gefällt euch Manalords? Wird es dem Hype gerecht? Habt ihr überhaupt was von dem Hype mitbekommen? Oder ist das mehr so meine Bubble, meine Strategie, Aufbaustrategie-Bubble, die das so hypt? Weil ich finde es mega. Mir macht das total Spaß. Es ist super entspannt. Es sieht fantastisch aus. Man hat wirklich das Gefühl, man befindet sich im Mittelalter. Man kann diese Zeit kennenlernen. Dieser Respekt, der dieser Epoche entgegengebracht wird vom Entwickler, das ist einfach greifbar, wie die Häuser aussehen, wie die Leute aussehen. Es ist toll. Auch optisch ist es einfach schön. Diese Effekte, wenn es regnet, der Matsch auf den Straßen und so, das ist wirklich toll. Wir werden in der nächsten Folge den ersten Winter erleben und hoffen, dass wir ihn auch überleben. Denn der erste Winter ist für jede Kolonie, die sich im Aufbau befindet, eine absolute Härteprüfung. Ich hoffe, wir werden dieser Prüfung standhalten und dann im Frühjahr weiter eine florierende Mittelaltermetropole hier errichten können. Und dann werden wir natürlich auch irgendwann zwangsläufig militärische Auseinandersetzungen erleben. Banditencamps haben wir gerade schon gesehen. Es geht aber natürlich auch darum, diese anderen Areale der Karte zu erobern, ne? Denn das ist ja unsere eigentliche Aufgabe, dass wir hier aus diesem kleinen Eckstück heraus die restliche Karte auch mit militärischer Gewalt vermutlich uns einverleiben. Das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. So, wir machen direkt weiter.